Technologiemanagement. Wie komme ich von einer Vision zu einem Technologie-Roadmap? Nun, in einem allerersten Schritt habe ich eine Vision. Wo möchte eigentlich mein Unternehmen hingehen? Wie möchte es in Zukunft, in den nächsten 10 Jahren, 15 Jahren sich im Wettbewerb behaupten? Dann in einem zweiten Schritt analysiere ich, was sind die Herausforderungen an ein Unternehmen, und zwar aus drei Gesichtspunkten. Erstes ist der Kundemarkt, zweitens der Wettbewerber und drittes sind neue Technologien, die die Spielregeln meines Unternehmens verändern. Und dann habe ich diese Herausforderungen, dann komme ich eigentlich zu meinem Technologie-Roadmap, auf das ich im Folgenden eingehen möchte. Und aus dem Roadmap entwickeln sich dann konkrete Schritte, Maßnahmen wie Roadmap, das Multiprojektmanagement, die Ressourcenallokation und auf welche Technologien soll ich setzen und welche soll ich aufhören. Lassen Sie mich auf das Technologieportfolio etwas tiefer eingehen. Das Technologieportfolio hat traditionell 5 Phasen. Auf der Y-Achse ist die strategische Bedeutung. Strategische Bedeutung. Und zwar herauskommend aus den Herausforderungsschritt davor, das heißt Kundemarkt, Wettbewerber und neue Technologien. Und auf der X-Achse sind die Ressourcen. Letztendlich zeigt die strategische Bedeutung, wie wichtig ist eine Technologie aus externer Sicht, und die Ressourcenseite, wie gut sind wir in einer Technologie aus der internen Perspektive. Nun, hier gibt es 5 Normstrategien. Am Anfang kommt eine Technologie. Ich weiß noch nicht, ob sie wichtig ist, ob sie für mich Bedeutung ist. Ich beobachte. Keine großen Investitionen, einfach mal anschauen, Kümmerer festlegen. Dann kommt die Phase, wo ich studiere. Studiere heißt, hier muss ich etwas Budget in die Hand nehmen, muss einen Prototypen entwickeln, muss eine Machbarkeit zeigen, muss einfach das Gefühl dafür bekommen, was ist dieses Neue, wenn es wichtig wird, weil ein Kunde auf den Markt kommt, weil ein neuer Wettbewerber sich positioniert oder eine völlig neue Technologie hereinkommt. In einem dritten Schritt investieren wir, und zwar erst dann, wenn wir stark sind, wenn wir intern schon gut sind. Dann kommt das Optimize-Feld, in dem ich optimiere. Und am Schluss, obwohl wir immer noch intern sehr, sehr gut sind und viele Ressourcen noch drin haben, das Desinvest-Feld. Und das ist das schmerzhafteste Feld, weil in dem Bereich sind wir immer noch gut, aber aus externer Sicht, Kundemarkt, Wettbewerbssicht, neue Technologiesicht ist es weniger relevant. Nun, das Ganze hat einen Zyklus. Am Anfang starte ich mit Beobachte, dann geht es ins Studiere hinein, dann werden wir investieren, dann optimieren wir noch, können gut rechnen, können kleine Verbesserungsprojekte machen. Irgendwann kommt die Phase, obwohl wir sehr gut sind, beginnen wir zu desinvestieren. Am Anfang fällt natürlich ganz viel heraus aus dem Portfolio. Bei dem Studierefeld gibt es auch einige Dinge, die werden nicht machbar sein. Aber dann, wenn ich im Investfeld bin, und das sind die Kernkompetenzen. Das sind die Kernkompetenzen im Invest- und Optimize-Feld, die sicherstellen, dass unser heutiges Geschäft läuft. Kernkompetenzen. In dem Bereich, alles was hier oben ist, muss ich mal evaluieren, ob es auch reduziert wird. Andere Falle sind die neuen Technologien, und was ganz wichtig ist für mein Unternehmen, ich muss schauen, wie viel Geld stecke ich eigentlich in das Feld neue Technologien und wie viel geht eigentlich in mein Thema der Kernkompetenzen. Wenn ich das ganze Feld dynamisiere, also sprich dieses Portfolio aufrolle, in ein Technologie-Roadmap, diesen Pfeil, dann beginne ich eigentlich in Roadmap zu sprechen, wo ich konkrete Projekte 1, Projekte 2, Projekte 3 habe und so weiter, die nach dem Zeitablauf aufgeteilt sind. Und wenn ich dazu dann auch noch Ressourcen dazu stecke, sprich, das sind Menschen, die auf den Projekten arbeiten, dann komme ich auf das Thema Multiprojektmanagement. Und dann sind wir schon mitten im operativen Geschehen und können wieder neue Produkte für die Zukunft unseres Unternehmens entwickeln.